Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe sind wir unterwegs mit dem Pagani Zonda F. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und steigen direkt mal ein und finden raus, was der so in der Serie leisten kann. Und vor allem, wie er auch so klingt. Denn da ist ja ein dicker, fetter V12-Motor am Start. Und der kommt aus dem Hause AMG. Ja, AMG beliefert ja Pagani mit ihren Motoren und das finde ich eine coole Kooperation. Und vor allem sind es richtig, richtig fette V12-Motoren. Ja, die haben 7 Liter und mehr zum Teil, also richtig krass. Ja, und der Pagani Zonda C12F, so der komplette Name, ist auch ein ganz besonderes Modell. Das Modell hat nämlich in der Serie schon 600 PS und es gibt noch eine, ich sage jetzt mal, Club-Sport-Variante davon oder so eine Club-Variante davon. Und die haben wir hier im Spiel, der hat dann sogar 650 PS in der Basis. War auf 15 Stück limitiert, das Ganze. Und das F bedeutet auch was ganz Besonderes, nämlich Fangio. Ist benannt nach dem berühmten Formel-1-Fahrer Juan Manuel Fangio. Und finde ich eine coole Sache und eine coole, ja, Anerkennung an den berühmten Rennfahrern. Aua. Ja, und generell Pagani Zonda oder überhaupt Pagani, einfach geile Fahrzeuge. Die haben einfach so ihren ganz besonderen Charme und ihren ganz besonderen Kultstatus. Und wie schon gesagt, ich erwähne es nochmal, der fette, fette V12 AMG-Motor da hinten drin ist halt auch so eine Sache für sich. Aber ich finde es halt auch geil, die Materialien hier, was wir halt so haben, ne? Aluminium, Carbon, Holz, Leder, alles mit drin. Und es sieht trotzdem irgendwie geil aus. Ja, es ist nicht irgendwie einfach nur zusammengewürfelt und zusammengebastelt, sondern das ist mit dem Ausweichen haben die nicht so drauf. Ja, ja, passt schon. Aber gut, wenn mal so ein Pagani kommt, dann kann man auch mal schwache Knie bekommen und in die falsche Richtung springen beim Ausweichen. Ja, aber geiles Ding einfach. So ein bisschen so wie so ein altes Flugzeug, so gewisse Knöpfe und Hebel und so. Ah, schön. Ja, der Pagani, der mir bis heute immer noch persönlich am allerbesten gefällt, ist tatsächlich immer noch der Zonda Cinque, ja, der quasi nach dem mehr oder weniger rauskam. Der Cinque steht ja für 5, war auf 5 Stück limitiert, wobei eigentlich gibt es 10 vom Cinque, weil es gibt noch eine Roadster-Variante, aber trotzdem. Und der sieht dem ja gar nicht so unähnlich, aber das war so quasi die Ausgangslage dann für den Cinque, der C12F. Ja, wenn man bedenkt, der normale oder der erste Zonda, also der C12, oder der nur C12 hieß, hatte nicht mal ganz 400 PS. Also da ist schon nochmal ein gewaltiger Sprung dann nach oben gegangen. Aber sei es drum, wir wollen natürlich ein bisschen reinhören, deswegen schalten wir mal hier in Leerlauf und ich blende mich aus und drehe mal den Spielsound voll auf. Da ist mir ein kleines Missgeschick passiert, hat aber keiner gesehen, oder? Dass ich einen kleinen Verkehrsunfall gebaut habe. Nö, nö, dass ich hier so ein millionenteures Sportwägelchen geschrottet habe. Nö, 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 ist nichts passiert. Guck, der Kratzer da vorne ist auch gar nicht mehr sichtbar.
Ups. Ja, da habe ich die Kurve oder die Kreuzung ein bisschen zu sehr geschnitten. Aber sei es drum. Ich hoffe trotzdem, du hast einen schönen Einblick bekommen zum Klang des Fahrzeugs. Ich finde, der klingt richtig gut. Schön schrill, schön laut. So wie eigentlich der Zonda auch ist vom Klangbild her. Und mir ist gerade noch eingefallen, neben dem Cinque finde ich natürlich noch den R, also den Zonda R, richtig geil. Ist allerdings ein Rennwagen. Es gibt zwar auch eine straßentauglichere Version davon, finde ich natürlich auch nicht schlecht. Aber ja, ich finde allgemein Pagani, Zonda, auch der Nachfolger Pagani, Huayra, die sind schon geil. Ja, also hat schon was für sich. Aber ja. Wir wollen natürlich da nicht verweilen. Wir wollen natürlich optisch ein bisschen was dran ändern. Und ich versuche natürlich, den Stil beizubehalten und cool zu behalten. Das ist doch ganz klar. Deswegen gucken wir mal, was wir denn so machen können. Gucken wir mal bei den Farben rein. Da gibt es auch ein bisschen was zur Auswahl. So einem British Racing Green hat er auch was, ne? Das mit Blau ist aber auch cool. Ja, ich finde es schon cool. Mal gucken, was wir so machen können. Es gibt sogar richtig viel vorne. Okay, nee, kompletten Wagenfarbe geht gar nicht. Nee. Hier kann man mit ein bisschen mehr Carbon arbeiten. Hier ist nochmal ein bisschen noch mehr Carbon. Okay. Was ist hier der Unterschied? Okay, doch egal. Wir gehen es einfach durch. Okay. Jetzt wird es richtig kriminell hier vorne. Alles klar. Das ist ein bisschen arg übertrieben, die Erhöhung der Rathausentlüftung, aber kann man mal machen. Ja, da kommt jetzt alles zusammen. Also wir könnten natürlich so ein richtiges übertriebenes Ding machen. Oder schön dezent. Wir gucken uns einfach mal alles an. Ich entscheide mich dann wieder für eins von vielen Dingen. Okay, Felgen gibt es nur die Serienfelgen, die ich gar nicht mal so geil finde, wenn ich ehrlich bin hier. Also da nehmen wir vielleicht sogar was anderes. Aber mal schauen wir mal. Außenspiegel, ja, okay, mit der Tricolor von Italien. Bisschen weiter hier. Oder auch mit Wagenfarbe. Okay, hier so ein bisschen mit der Erhöhung. So wie man das zum Beispiel vom Cinque, glaube ich, auch kennt. Also ich meine, der hat es. Oder auch nicht. Bin mir selber gar nicht mehr sicher. Okay, getrennter Flügel. Oder in Wagenfarbe. Stoßfänger mit getönten Rückleuchten. Okay, wo ist jetzt hier der Unterschied? Ah, okay, ist alles rot tatsächlich. Hier haben wir auch noch weiße Rückleuchten mit dabei. Dann Wagenfarbe wieder. Ich glaube, ein Tick größerer Diffusor. Bin mir aber selber gerade nicht sicher. Da haben wir nochmal einen Tick größerer Diffusor. Okay. Und dann halt natürlich der Innenraum. Okay, das Holz bleibt auf jeden Fall. Okay, vielleicht kann man das Material auch verändern. Vielleicht wird dann das Holz verändert, man weiß es nicht. Ich bin jetzt echt gerade am Überlegen, ey, sollen wir da jetzt, weil das Problem ist, da vorne das in die Vollen gehen, finde ich prinzipiell gar nicht schlecht, aber das passt zu hinten irgendwie gar nicht, oder? Ich glaube, wir fangen mal einfach von hinten an und bin gerade am Überlegen. Ich meine, der große Diffusor finde ich eigentlich prinzipiell gar nicht verkehrt. Ah, hier ist es so eine durchgezogene Linie, sehe ich gerade, und da haben wir so richtige schöne Finnen. Aber ich glaube, wir machen es. Ich weiß nicht, ist das nicht ein bisschen too much? Weil wir können keinen so großen Heckflügel machen. Ich finde immer, ein großer Diffusor muss auch dann mit dem Heckflügel zusammenspielen und das tut's dann nicht. Deswegen glaube ich, nehmen wir aber die Variante mit den getönten Rückleuchten. Das finde ich eigentlich relativ geil. Deswegen machen wir das mal dran. Dann Heckspoiler. Ja, lassen wir, wie es ist. Kotflügel. Ja, könnten wir machen. Lasse ich aber mal weg. Die etwas breitere Variante. Ja, machen wir mal. Dann Außenspiegel, können wir gerne die Tricolor machen. Bremssattel und so weiter. Ja, gucken wir mal. Okay, Felgen machen wir auch gleich. Ich will jetzt erstmal vorne gucken, was wir da am besten machen. Was ist der Unterschied zwischen dem hier? Achso, warte mal. Dem hier. Also ich glaube, ich würde die schon ganz gern. Die Variante fände ich, glaube ich, gar nicht verkehrt. Weil da gibt es auch noch das mit der. Ah, die Öffnung habe ich gar nicht gesehen. Okay, das ist auch nicht schlecht. Gute Frage, nächste Frage. Das wäre halt so ein bisschen stilsicher, aber nichts Besonderes. Das wäre halt was mit den Öffnungen da unten so ein bisschen. Oder mit den Zusatzflaps wäre auch nicht schlecht. Oder das hier halt, ne? Das hier. Mit dem da oben nochmal.
Ich weiß nicht, ob das... Das wirkt mir ein bisschen zu hoch auf dem Kotflügel. Deswegen, ich glaube, ich nehme die Variante. Ja, ich nehme die einfach. Sei es drum. Zack. Und dann würde ich sagen, machen wir... Ja, machen wir die Felgen. Da müssen wir eigentlich jetzt gucken, was für eine... Bisschen in die Bronze-Richtung fände ich gar nicht verkehrt, ehrlich gesagt. So. Gar nicht verkehrt. Lass mich mal kurz gucken mit den... Vielleicht gibt es ein paar coole Verzierungen. Mal, was es in der Top 100 gibt. Ja, das ist ja natürlich genau die Cinque-Version, aber ich will jetzt kein Cinque nachmachen. Ja, okay, das hat, das ist, es gab ja nochmal eine andere Version, die, warte mal, ich glaube, die machen wir sogar, das wird sogar gut passen, pass mal auf, das nehmen wir, weil ich glaube, die Grundfarbe können wir trotzdem ändern jetzt noch. Genau, und wenn wir das jetzt nehme ich, hätte auch was. Das hätte auch was mit dem Grün, immer noch, ne, aber mit dem Blau passt es da nicht so ganz. Aber eben, entweder machen wir es jetzt in so einem Blau oder so ein Blau oder wir machen eine eigene Mischung. Metallic, Chrom, Matt, Eluxiert, Eluxiert. Oder erschillernd. Mit Lila? Ne, das ist ein bisschen. Oder auch was. Aber wir machen. Ne, wie hieß nochmal die Variante mit dem. Mit, hieß sie sogar Tricolor? Ich weiß es gar nicht. Es kann sein. Es gab, glaube ich, einen Sondertricolor. Ich glaube, der war nämlich so ähnlich. Sehr eluxiert, wollte ich mal noch gucken. Ah, okay, das ist ein bisschen zu. Zu glänzend. Und mit Lila hätte es auch was. Dann machen wir mal, ne, Chrom erst recht nicht. Metallic. So finde ich eigentlich, das finde ich ein Tick zu hell, glaube ich. So dann vielleicht. Ja, das ist mir aber so dann. Das ist mit dem Dunkeln gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Wobei das Helle hätte auch was. Ich kann mich nicht entscheiden. Das hier, das hier. Das Dunkel finde ich eigentlich auch geil. Komm, wir nehmen das mal. Vielleicht auch ein Tick zu dunkel, aber was soll's. Zack. Und dann machen wir noch... Ups, dann machen wir noch... den Innenraum. Machen wir mal mit den blauen Elementen. Ne, dann machen wir es so. Ne, da können wir, also das Holz können wir leider nicht ändern. Das müssen wir nur gerade gucken. Ja. Ne, können wir nicht ändern. Okay, egal. Machen wir trotzdem so. Ja, sieht doch trotzdem cool aus. Ja, dann machen wir noch ein bisschen was an der Leistung. Gucken wir mal, wie wir die 650 PS noch nach oben pushen können in der Hypercar-Klasse. Da sind wir nämlich unterwegs. So. Egal, einfach mal was nehmen. Und wir kommen dann auf 909 PS. Nicht schlecht. Damit können wir, glaube ich, arbeiten. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal. Oder nee, wir fahren mal ein paar Meter. Komm. Wollen wir erstmal rausfinden. Ja, gut, es regnet auch noch, aber. Zieht auf jeden Fall gut durch, das Ding. Ich meine, der hat auch in der Serie ordentlich Topspeed. Also die fahren weit über 330 km/h Topspeed, die Dinger. Also eher schon über 340 und das ist natürlich schon ordentlich. Aber hier im Spiel sind wir natürlich jetzt im getunten Zustand eher so Richtung 440 unterwegs. Krasses Ding.
Ja, ich würde sagen, wir gehen mal eine Veranstaltung an. Schauen wir mal, was wir so Tolles machen können innerhalb der K-Klasse. Veranstaltungen haben wir ja alle mal abgeschlossen. Ich würde sagen, wir machen mal eher etwas die kürzeren Events und davon etwas mehr. Machen wir mal das hier. Und wir gehen direkt mal auf die höchste Schwierigkeitsstufe, um einfach mal rauszufinden, wie das Ding da so performt. Natürlich alles auf die Hinterachse angetrieben. Eigentlich müsste man sogar fast überlegen. Das machen wir, glaube ich, danach. Diese komischen Öffnungen vorne, die gehen jetzt im dunklen Design sowieso unter, dass wir die vielleicht sogar wegmachen. Dass wir es ein bisschen schlichter und stilsicherer machen. Ja, da haben wir den Wyra, den gelben da. Da bin ich auch mal gespannt, was da alles noch für Editionen von rauskommen. Weil beim Zonda gab es so viele Modelle. Da die ja alle in Handarbeit gebaut werden, gibt es ja auch immer nur eine geringe Stückzahl. Ne? Wie gesagt, vom Zonda F gab es auch nur 15 Stück. 5. Fühlt sich aber auf den ersten Meter super direkt an. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich denke halt nur aus diesen langsamen Ecken wird er halt ein bisschen Probleme haben. Diese knapp 900 PS und wahrscheinlich weit über 1000 Newtonmeter auf den Asphalt zu bringen. Nämlich dank den AMG-Motoren haben die unglaublich viel Drehmoment. Die haben in der Serie weit über 700 Newtonmeter. Was macht der Passant? Schon mal gut. Sehr schön. Ja, also ich glaube, jetzt wollte ich die Karte klein machen, verpasst dadurch einen Checkpoint. Ich würde gerade sagen, das ist doch absolut dominant, wie der hier fährt. Aber ja, guck mal, selbst so ein dummer Fehler kann man sich leisten und bleibt trotzdem vorne. Natürlich war es Absicht, das wollte ich so, um es zu demonstrieren, wie toll das Fahrzeug abgeht. Sehr gut. Ja, ich denke, die Topspeed fehlt ein bisschen in der Klasse. Also da kommen andere schneller auf über 400, aber schlecht ist ja definitiv nicht. Also wir haben schon in der Hypercar-Klasse ganz andere Duelle gehabt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, wo es deutlich enger zur Sache ging. Gut, ich meine, das Rennen ist jetzt sehr vollgaslastig. Wenn wir mal jetzt vielleicht ein Event machen mit ein bisschen mehr Kurven, könnte es vielleicht anders sein. Weil gerade in den Kurven, in den mittelschnellen und schnellen, finde ich, liegt der richtig, richtig gut. Ja, die Kurve ist fies hier. Ja, und ich glaube, eine Klimaanlage hat das Fahrzeug nicht, weil es ist gerade gut heiß. Aber das habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt. Die Motivation auf Folgen aufnehmen oder streamen ist tatsächlich ein bisschen gehemmt durch die Hitze zurzeit. Ich meine, ich habe prinzipiell immer Bock auf Videos machen und hochladen, veröffentlichen, mit euch in den Kommentaren auszutauschen, aber ja. Manchmal kann man halt ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger Lust drauf haben und wenn man halt dann so schon halber vergeht, gerade wenn die Cam an ist und die Spotlights auf einen prasseln, dass da alles gut ausgeleuchtet ist, dann ja, gibt's angenehmere Temperaturen, sagen wir es mal so. Aber ich will jetzt nicht rumheulen, ja, First World Problems, sage ich da nur. Ich will damit nur sagen, wenn es wieder ein bisschen kühler wird, dann sieht die Sachlage doch schon mal viel, viel angenehmer aus. Und dann gibt's
denke ich, auch wieder etwas öfters ein paar Videos. Und ich glaube, auch für dich ist es vielleicht, ist die Lust, vielleicht Videos zu schauen, auch angenehmer, wenn es ein bisschen von den Temperaturen schöner ist, weil wenn es so schön warm ist und so weiter, dann ist, oder hält man sich doch lieber, denke ich, draußen auf. Also ich bin da keinem böse, der sagt, okay, ich mache lieber was draußen und gucke mir die Videos dann vielleicht später an oder so. Aber schön, dass du auf jeden Fall reinschaust und wenn es dir gefällt, lass auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Ich will dich damit nicht fortlocken, ja. Ich will nur sagen, ich glaube, es ist nachvollziehbar. So, gut. Aber wir machen weiter, beziehungsweise ich wollte nochmal an der Optik was anpassen. Ich glaube nämlich, wir brauchen das gar nicht vorne mit diesen Öffnungen, sondern wir nehmen einfach mal nur die Variante. Ne, das ist ja, die ist jetzt ohne den Dings, aber die würde ich sagen, die können wir mit den Zusatzflaps, würde ich schon sagen, nehmen wir. Jetzt gucken wir nochmal kurz durch. Wo ist hier jetzt der Unterschied? Ich erkenne es nicht. Wo ist der Unterschied zwischen dem hier? Dem hier. Das ist gar kein Unterschied. Und die Variante sieht natürlich auch derbe böse aus. Eine Blau wird sogar noch gehen irgendwie, dass es in Wagenfarbe ist. Aber ja, das ist zu sehr krass Rennwagen-Optik, würde ich behaupten. Deswegen, wir machen jetzt einfach mal die Version. Oder ändert sich was an den Leuchten? Vielleicht da mal drauf achten. Nee, das sieht aber auch gleich aus. Ich glaube, da ist ein Fehler unterlaufen im Spiel, oder? Ne, hier die meine ich. So, das geht gleich. Moment, bin verwirrt. Ich glaube, die war es, ne? Da ist der Ring anders. Der Ring ist hier schwarz. Und hier ist er. Nee, auch. Das ist doch gar kein Unterschied. Zwischen hier Variante 4. Also wer da den Unterschied findet. GZ. Variante 4. Variante 8. Ist doch exakt gleich. Egal. Ich nehme die jetzt. So, fertig. Scheiß drauf. So. So sieht es nämlich, glaube ich, ein bisschen besser aus. Ja. Aber auf zum nächsten Event. Wir wollen natürlich auch die Renn-Action nicht zu kurz kommen lassen. Was machen wir denn Schönes? Machen wir hier Big Land. Ich denke mal, mit der Veranstaltung kriegen wir zwei, drei Veranstaltungen kriegen wir auf jeden Fall noch hin. So, jetzt dürfte es hier ein bisschen wahrscheinlich... Ne, regnet nicht mal. Okay. Aber nasse Fahrbahn. Bin mal gespannt, wie er da so fährt. Auf. Ja. Die schnellen Abschnitte werden auch wieder ganz gut zu meistern sein. Ja, der macht schon Spaß. Also ich bin da ganz ehrlich. Auch hier der Abstand wieder direkt schön rausgefahren. Und wir haben, weiß Gott, nicht die besten Teile verbaut. Also im Sinne von den Bonis. Natürlich von der Leistungsindexstufe schon mit 320. Aber so ist ja gut. Wenn man damit Spaß hat, wenn es schnell ist. So muss es sein. So, bergauf mit 460 Sachen. Kann man mal machen. Da wären selbst die Königeck neidisch. Ah! Natürlich König. Königsecks Mehrzahl. Singular. Es gibt ein paar mehr als nur einen.
Weil man natürlich dazu sagen kann, dass bei aller Liebe zu den Paganis und wie geil ich die finde, von der Leistungsklasse sind die natürlich absolut kranke Supersportwagen oder Hypercars. Königsegg allerdings dagegen, die sind nochmal eine Schippe krasser einfach unterwegs. Also dort sind ja 1000 PS Monster und 1200 PS und 1300 PS und noch mehr mittlerweile normal, während die Paganis da schon nochmal eine gute Leistungsecke schwächer sind, ne? Also ich würde mir jetzt nicht anmaßen, einen Pagani auf dieselbe Stufe wie ein Königsegg zu setzen. Aber jetzt im getunten Zustand, why not? Oh, schon vorbei. Das war ja ein kurzes Event. Da springe ich mal vor Freude schon in die Pampa. Ich will wieder zurück. Straße? Hallo? Ah, da, oder? Ja. Gut. Tja, einmal falsch abgebogen und man findet nicht mehr nach Hause, so wie es scheint. So, ja, ein Event kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Und dann sind wir auch schon leider wieder am Ende angekommen. Aber ja, manchmal vergeht halt ein bisschen mehr Zeit. Das haben wir gerade eben gemacht, das haben wir gemacht. Dann machen wir noch, ja, das auf nach Vegas. Warum nicht? Viva Las Vegas. Ich höre auf zu singen. Ich kann es nämlich nicht. Zack. Sehr schön. Ja, cool wäre, wenn man noch die Felgen so ein bisschen matter machen könnte. Ich glaube, das würde dann, da würde der Bronzeton noch ein bisschen geiler wirken. Aber so zu diesem Dunkelblau passt es super gut. Wie Arsch auf Eimer, wie man so schön sagt. Ja, jetzt ziehen sie aber gut an hier am Start. Nehme ich mal noch anstrengend, dass ich die abziehen kann. Nehme ich alles schön zusammen noch. Noch ein paar schnelle Kurven und schon sind wir weg. Geht es voll hier? Oh, ne, es geht bergab. Nicht ganz voll. Wäre es trocken gewesen, hätten wir es geschafft voll. Und wenn es nicht bergab gegangen wäre, die Kurve, dann hätten wir es auch Vollgas geschafft. Würde ich jetzt einmal mal so kackendreist behaupten. Ja, der macht aber echt Laune zu fahren. Definitiv. Ja, es wurde sich gewünscht, dass ich natürlich auch noch den anderen Pagani, also den Huayra, anschaue. Da muss ich mal schauen, wann ich mir den angucke, weil ich habe ihn aktuell noch nicht im Fuhrpark und das Geld für den habe ich leider noch nicht auf der Seite. Deswegen muss ich jenen Wunsch nochmal ein bisschen nach hinten anstellen, aber ich denke, früher oder später schauen wir uns den auf jeden Fall mal an. Und da bin ich auch sehr gespannt, was wir da dann so tunen können. Vor allem optisch. Und wie er sich so fährt. Weil der hier macht da schon echt einen außerordentlichen guten Job. Da wiederhole ich mich, glaube ich, schon zum 500. Mal. Aber wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Und positive Dinge darf man ruhig öfters erwähnen. Wie zum Beispiel, wenn dir die Folge gefällt, dann lass ein Däumchen nach oben da. Das ist ja auch was Positives. Kann man auch mal nochmal erwähnen. Jetzt will ich hier nach Vegas fahren und es regnet die ganze Zeit. Das gibt's doch nicht. Aber da sehen wir schon die Skyline von Las Vegas. Und Sprung! Hui. Da war ein Kreisverkehr. Habt ihr einen Kreisverkehr gesehen? Ich habe keinen Kreisverkehr gesehen. Kreisverkehr gibt es in Amerika nicht. Es war einfach nur eine schlecht bebaute Straße, ganz klar. Ach komm, weil es so viel Spaß macht. Hauen wir die Dinger ein bisschen in die Luft. Ui. Oh. Ja, die Front gucken wir uns jetzt besser nicht mehr an.
So, aber gleich geschafft und ja, die Gegner sieht man schon fast gar nicht mehr auf der Map. Der ist schon krass. Hätte ich nicht gedacht, dass der so dominant performt. Aber habe ich nichts gegen. Dominanz und Fahrspaß vereint ist so eine schöne Sache. So, nochmal links und rechts. Eine Ampel nehmen wir auch noch mit. Braucht auch kein Mensch. Und da sind wir im Ziel. Wuhu! Sehr schön. Ja, und damit auch am Ende dieser Folge angekommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie schon zweimal erwähnt und jetzt zum dritten Mal erwähnt, wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da. Und dann hören wir uns doch hoffentlich wieder bei einem der nächsten Ausgaben von The Crew 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!